Patrick, so endlich keine nervigen Fragen mehr, weder von anderen noch speziell von mir. Heute das erste Meisterschaftstor für die Austria, fällt am Stein vom Herzen wahrscheinlich. Ja, sicher, für mich super, aber das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewonnen hat und wer die Tore schießt, ist im Endeffekt egal. Hast du sogar noch Möglichkeiten gehabt auf weitere Treffer? Einmal war die Latte im Weg. Die Austria hat dann schnell 3:0 geführt, dann ein bisschen nachlassen und am Schluss wieder Gas geben. Ja, das Wetter war natürlich heute auch ein Wahnsinn, weil es ziemlich heiß war. Und die erste halbe Stunde, sage ich mal, sind wir gleich Vollgas gegangen, 3:0 in Führung gegangen. Und da ist natürlich das dann von der Kraft her ein bisschen reingegangen in die letzten 10 Minuten von der ersten Halbzeit. Das haben wir dann das Wetter ein bisschen gespürt, aber alles in allem, finde ich, war es ein klar verdienter Sieg von uns. So sehe ich es auch. Danke und gratuliere zum Treffer. Marco, ist die Austria momentan so ein bisschen was wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, beziehungsweise auswärts ein blödes Gesicht, zu Hause ein fröhliches Gesicht? Du irgendein Rezept oder sagen wir mal Ideen, warum? Ja, im Moment schaut es so aus. Daheim, glaube ich, spielen wir sehr souverän, spielen uns viele Möglichkeiten heraus, machen auch die Tore, wie man heute gesehen hat. Auswärts haben wir noch nicht die richtigen Mittel gefunden, dass wir zum Erfolg kommen. Aber wir arbeiten dran und wir hoffen, dass wir nächste Woche in Bregenz gleich mit einer Auswärtsserie auch starten können. Das hoffen wir alle. Hat man sich heute auch ein bisschen den Frust von der Seele geschossen, Sie, St. Johann? Ja, sicher, nur man darf das auch nicht überbewerten. Es ist natürlich war es ein blödes Spiel, was die Leistung absolut nicht passt hat. Wir haben auch verloren. Aber wir haben das gleich in den nächsten ein, zwei Tagen aufgearbeitet und gesagt, wir wollen mit Zerkirchen wieder unsere Serie starten. Und das ist uns heute, glaube ich, auch geglückt. Das stimmt, hat Spaß gemacht heute, einen Patrick von Beginn an dabei zu haben. Meier? Ja, brauchen wir nicht reden. Patrick ist ein hervorragender Fußballer. Ich glaube auch, dass wir zwar hervorragend harmonieren, glaube ich, können. Heute haben wir das einmal probiert und ich glaube, so schlecht hat es nicht ausgeschaut. Stimmt, alles Gute für Bregenz. Danke. Raffi, zu Hause bleibt die Austria eine Macht. Hat halt wieder Spaß gemacht. Ja, ich glaube, zu Hause macht es uns immer Spaß. Es ist nicht so, dass uns auswärts auch keinen Spaß macht, aber da haben wir halt das nötige Erfolgserlebnis noch nicht gehabt. Zu Hause treten wir halt wirklich mit sehr, sehr breiter Brust auf und man hat auch gesehen, es hat auch der Trainer gesagt, wenn wir energisch in das Spiel gehen, ein schnelles Tor machen, das was uns Gott sei Dank gelungen ist, dann kannst du nur einen Sieger geben und das ist die Austria und dann ist er in der Höhe mehr als verdient ausgefallen. Hat euch vielleicht ein bisschen heute geholfen, dass die Seekirchner eigentlich sehr hoch, sehr offensiv gestanden sind? Ja, ich glaube, dass diese Kirchen auch hergekommen sind und wollten sie nicht verstecken, weil man kann immer herkommen, sie hinten einstellen und dann ein Tor kriegen. Dann kann man sich immer wieder was vorwerfen, aber sie sind gekommen, haben probiert uns frech zu attackieren, aber man muss sagen, wir haben erste Halbzeit wirklich phasenweise das sehr, sehr gut gespielt und natürlich dann die nötigen Tore, die haben uns dann auch noch die nötige Sicherheit gegeben. Und jetzt gibt es noch, ich möchte nicht sagen romantischen, aber einen schönen Ausklang im Club 33. Wenn du auf das ansprichst, ja, ich wäre jetzt zur Felicitas aufgehen in Club 33 und wer wie immer mir was zum Essen holen und mit ihr und mit den anderen den Abend ausklingen lassen. Alles klar, dann viel Spaß. Der frisch gebackene Bruno-Gewinner Alex Trappel, der heute seine Meisterschaftspremiere in der laufenden Saison im Tor gegeben hat. Die Fans haben jetzt am Spielschluss Trappel für Österreich geschrien, obwohl das gestrige Ergebnis 2:6 gegen Deutschland wahrscheinlich dafür sprechen könnte. Wohl ein bisschen zumindest noch übertrieben, oder? Ja, also, ja, sicher ein bisschen übertrieben, aber sind wir die Kirche im Dorf. Wichtig, glaube ich, waren halt die drei Punkte für uns, dass wir Selbstvertrauen geholt haben und endlich mal die Chancen genutzt haben, die wir uns geboten haben. Und die erste Halbzeit, glaube ich, war sehr in Ordnung. Die zweite Halbzeit war, glaube ich, aufgrund der sommerlichen Temperaturen ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das Spiel war generell in Ordnung für uns, ja. So, erste Erfolgserlebnis, Rückkehr ins Tor mit einem 2:0 absolviert und natürlich dann der Bruno, wo ja die Fans unglaublich unterstützt haben und für dich gewotet haben im Internet. Ja, also in erster Linie nochmal herzliches Danke an alle unsere Fans, auch Familie, Verwandtschaft, meine Arbeitskollegen, also alle, die was für mich gestimmt haben, sensationell, gefällt mir irrsinnig und ich freue mich wirklich, wann die Trophäe dann schon in meinen Händen ist und wird sicher einen Ehrenplatz kriegen. Passt sicher gut, ja. Und die fleißigen Voter wirst du auch belohnen, habe ich gehört. Ja, es gibt beim nächsten Heimspiel gegen Altach, glaube ich, übernächste Woche dann gibt es 50 Liter Freibier von mir, natürlich persönlicher Anstich von mir. Aber ich hoffe erst nach dem Match. Ja, sicher nach dem Match, glaube ich. Und ich glaube, es wird uns sicher gut tun und lassen wir es uns schmecken. Alles Gute, freuen wir uns drauf. Danke. Didi Emich, nach der Schlappe vergangenen Samstag, heute die ersten 30 Minuten ein wahres Fußballfeuerwerk. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, wir haben gestern Deutschland zugesehen. Die haben auch noch 30 Minuten 3:0 geführt. Und wir haben auch das ganz klar angesprochen. Also wenn wir endlich einmal am Anfang unsere Chancen reintun, dann können wir jedes Mal ein Freudenfest feiern, weil wir jedes Spiel, ich weiß nicht, wie viele Torchancen uns erarbeiten.
und sowohl auswärts wie zu Hause. Und wenn wir die reinmachen, dann beruhigt sich alles und dann spielen wir guten Fußball und dann sieht man jetzt, was die Mannschaft drauf hat. Wie gesagt, da geht es darum, dass man sich einfach immer fokussiert auf den Endzweck und heute hat es einmal wunderbar funktioniert und bin jetzt nicht stolz auf die Mannschaft, weil das war wirklich eine tolle Leistung heute. Und womöglich eine sehr gute Entscheidung heute, Marco Vujic und Patrick Meier gemeinsam von Beginn an spielen zu lassen. Ja, war einfach einmal Zeit auch dafür. Es hat alles langsam die ganze Situation herbeigeführt. Man kann nicht alles übers Knie brechen. Fußball ist ein langatmiger Sportart. Das heißt, man muss einfach da nicht gleich von Anfang an alles reinhauen, sondern sich die Leute ein bisschen aneinander gewöhnen lassen und schön langsam kommen wir in ein Fahrwasser, wo wir dann eben auch einmal so spielen können. Und ja, also man hat gesehen, dass es auch heute einen Erfolg gezeigt hat, weil wie gesagt, das zweite Tor war extrem wichtig von Patrick. Und das haben wir auch erhofft, dass auch wenn er von hinten ein bisschen kommt, dann ist er ein bisschen ruhiger vor dem Tor, ist nicht immer verkehrt zum Tor und das hat sich auch ausgezahlt. Also das habe ich schon so im Kopf gehabt, dass natürlich dann auch so aufgeht, ist wunderbar. Okay, dann blicken wir alle gespannt kommenden Samstag nach Bregenz. Danke.